Der Herbst steht vor der Tür und das bedeutet, wir müssen unsere Garderobe langsam aber sicher wieder wechseln. Und deshalb gibt es heute mal wieder ein paar Herbstlooks für euch. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern wir starten direkt mit dem Outfit, was ich jetzt hier gerade anhabe. Und zwar mit einem schönen Herbstlook, mit einem Trenchcoat. Der Trenchcoat gehört für mich zum Herbst einfach mit dazu. Ist ein idealer Allrounder, gerade für den Herbst funktioniert er absolut perfekt. Hier in der Farbe Beige, abgestimmt auf dem Hemd, was da drunter ist. Und zwar ein beige gestreiftes Hemd mit einem Stehkragen. In der Kombination finde ich das sehr cool. Dazu trage ich eine blaue Jeans und sportliche weiße Adidas Sneaker, die Adidas Continental. All in all ein idealer sportlicher Herbstlook. Machen wir weiter mit dem nächsten Look und zwar für mich ganz untypisch in einer Cord-Hemdjacke. Hatte ich so noch nie im Kleiderschrank, aber ist eine richtig gute Option. Gerade wenn man zum Beispiel keine Lust hat auf eine Jeansjacke, Bomberjacke oder einen Trenchcoat im Herbst. Die ist vom Schnitt auch ein bisschen weiter, bringt also auch so ein bisschen Vielfalt in den Kleiderschrank rein. Darunter trage ich ein weißes Calvin Klein T-Shirt. Ein bisschen plakativ, wenn man sich das hier anschaut, aber wenn man die Cordjacke dann da drüber hat, dann fällt das Ganze auch gar nicht ganz so doll auf. Zusätzlich dazu eine schwarze Crop Trouser. Die matcht übrigens sehr gut zu der Cordjacke. Was vielleicht auf den Bildern jetzt gar nicht hier so gut zu sehen ist. Aber die hat so ein leichtes Längsstreifenmuster. Und bekanntlicherweise hat Cordstoff natürlich auch so ein Längsstreifenmuster. Von daher matcht das an dieser Stelle ganz gut. Und um das Ganze nochmal abzurunden, trage ich hier beige Adidas Oswego. Und das matcht ganz gut ebenfalls, weil ich die Farbe beige einfach nochmal wieder aufgreife, die sich in der Cordjacke befindet. Weiter geht's mit dem Matrix-Outfit. Komplett all black everything. Und das ist einfach für mich auch eine Premiere hier, weil ich in diesem Outfit tatsächlich Gummistiefel trage. Einfach ein komplettes Regenoutfit für den Herbst. Aus dem Grund, weil wir natürlich einen kleinen Vierbeiner haben. Und wenn man mit Elmo im Herbst rausgehen möchte, da kommt es schon mal vor, dass es anfängt zu regnen. Und deshalb ist so ein Regenoutfit für Tierliebhaber, gerade für Hundehalter, absolut Pflicht. Ich trage hier ein Regencape oder ich würde sagen eine Regenjacke, die etwas länger geschnitten ist. Optimal, gerade dann, wenn man sich vor Regen schützen möchte. Darunter ein schwarzes Baumwoll-T-Shirt, ein etwas dickerer mit einem etwas dickeren Stoff. Und wieder die Crop Trouser in schwarz und zusätzlich dazu die Premiere schwarze Gummistiefel, die beim Herbst auf gar keinen Fall fehlen dürfen, wenn man mal Spaziergänge im Wald machen möchte mit seinem Vierbeiner. Trotz dessen, dass das Ganze hier ein Regenoutfit ist mit Regencape und Gummistiefeln, ist das Outfit irgendwie immer noch cool und lässig genug, um damit auch einfach mal schnell einkaufen zu gehen oder auch in die Stadt zu gehen. Also all in all kann man sagen, dass All Black Everything einfach immer wieder funktioniert. Weiter geht's mit All Black Everything, aber jetzt in einer anderen Kombination. Jetzt trage ich tatsächlich einen Jogginganzug. Im Herbst kann es ja auch mal ein bisschen cozy werden und ein bisschen entspannter. Und hier trage ich einen komplett schwarzen Jogginganzug. Zusätzlich trage ich darauf eine North Face Jacke. Die North Face Jacke kann man auch super für den Winter tragen. Einfach ein bisschen breiter geschnitten, locker, lässig und cool. Und man kann es kaum glauben, zusätzlich dazu, zu diesem All Black Everything, setze ich jetzt hier noch ein Highlight mit den Adidas Oswego in der Farbe Neon Gelb. Sieht geil aus, aus dem Grund, weil ich auch eine neongelbe Hundeleine habe. Also das matcht ebenfalls sehr geil. Von daher ein cooles Outfit, was viele von euch da draußen wahrscheinlich auch sehr feiern werden. Wie ihr gerade mitbekommen habt, ich möchte gar nicht so groß irgendwelche Marken nennen oder irgendwelche Marken hervorheben, aber an dieser Stelle muss ich mal sagen, der Adidas Oswego ist wirklich ein perfekter Schuh für mich, weil er von der Form her etwas breiter geschnitten ist und ich habe auch einen relativ breiten Fuß. Von daher, wenn du auch einen breiten Fuß hast und einen coolen, lässigen Sneaker brauchst, ist der definitiv zu empfehlen. Machen wir weiter mit dem letzten Outfit und zwar einem sehr einfachen Outfit, aber wie ich finde trotzdem ein schönes, elegantes Outfit, gerade für den Herbst, wenn der Übergang ansteht von Sommer zu den etwas kälteren Zeiten. Ich trage hier einen ganz einfachen Baumwoll-Strickpullover, den man offen tragen kann vom Kragen her, den man aber auch aufkrempeln kann. Wenn es zum Beispiel etwas kälter draußen wird, dann hat man hier seinen Hals auch schön geschützt. Zusätzlich dazu eine grüne leichte Chino und wieder weiße Adidas Continental, die das ganze Outfit dann eben entsprechend nochmal abrunden. Also Leute, das waren einfach mal wieder ein paar Herbstlooks für euch als Outfit-Inspiration und ich bin richtig gespannt, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe schon eine leichte Vermutung, aber bin wirklich gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch jetzt da draußen einen wundervollen Herbst mit richtig coolen Looks.